Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunner Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Hausflipper. Das letzte Video kam ja letzte Woche raus. Habe ich mir mal gedacht, komm, zocken wir doch mal wieder ein bisschen Hausflipper. Und das machen wir. So, das steht hier. Hallo, meine Frau und ich haben ein Haus mit einem versteckten Bunker aus der Nachkriegszeit gekauft. Nachkriegszeit. Der Voreigentümer wusste dieses Potenzial nicht zu schätzen und machte einen Rumpelkammer daraus. Uns ist sehr an Sicherheit gelegen und das Wetter in diesem Teil des Landes verwöhnt ja auch nicht gerade. Im Falle eines Tornados oder von etwas noch Schlimmerem möchten wir einen sicheren Ort haben, in dem wir einige Wochen über die Runden kommen, bis es wieder sicher wird. Mit Gruß, Stefan Martens. Okay, dann bauen wir doch mal einen Bunker, beziehungsweise räumen wir ein bisschen auf. Einige, also das sieht wahrscheinlich so aus. Ja gut, da will ich auch nicht unbedingt wohnen. Hätte ich tatsächlich auch nicht unbedingt so viel Bock. Aber leben kann man ja trotzdem dort, ne? Mann. Oh, da geht's auch schon los. Let's go. Ja, das ist einfach genau mein Haus. Also ich denke mal, der Bunker ist irgendwo draußen. Ich gucke trotzdem mal, ob ich hier drinnen irgendwas machen muss. Weiß ja nie genau. Nö. Okay, Bunker. Wo bist du? Hier bist du nicht. Ah, hier bist du. Benutzen. Und einmal. Hallo. Benutzen will ich das. Ein. Benutzen. So. Das Erste, was man hier sieht, ist direkt eine Toilette, oder was? Okay, machen wir mal hier alles weg. So, Gegenstand verkaufen. Starrer, das nicht, okay. Reinige die Verschmutzung. Ja, das mache ich doch gerne, ne? So, Wandfliesen legen. Oh, ich das hasse. Wandfliesen, ey. Fliesen, hier. Aber ich kann ja schon so viel platzieren. Das ist ja dann wieder schnell fertig, ne? Hier. Und hier noch. Bam. Hallo? Jetzt. Was? Also ich muss sagen, das geht schnell weg. Bam. So, hier noch. Ich glaube, wir haben tatsächlich zu wenig gekauft. Ja. Dann müssen wir wohl noch mehr kaufen. Ich glaube, zwei Dinger. Echt, oder? Also so viel ist es jetzt auch nicht. Aha. So. Einen neuen Fähigkeitspunkt. Geil. Den nehme ich doch mal direkt hier auch. Verbesserungen. Halte bis zu 15 Fliesen. Oh Junge, was? 15? Jo. Okay. Ja, so. Fertig. Und ihre Geräte. Ja, jetzt wollen die auch noch eine Toilette haben, ey. Sag mal. Das Leben ist kein Wunschkonzert hier. Hier, ihr kriegt so eine Kacktoilette. Dann will ich nicht lieber in der Mitte bauen? So dahin, oder? Montieren wir. Zack. 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 Und fertig. So schnell kann man anscheinend eine Dingsbums montieren. So, ich mache erstmal ein Waschbecken, damit das auch zur Toilette passt, machen wir natürlich dieses. So. Zack. 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 Und fertig. So. Für das Wasser hier. Und hier die Dusche. Müssen wir, glaube ich, erstmal aufdrehen, um die überhaupt anzudingsen hier. Ja. So, montiere die Dusche. Was für eine Dusche machen wir? Die hier, ne? Die würde sogar passen. Ja, machen wir die. Ich weiß nicht, ob ihr tatsächlich Baugeräusche hört. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, doch, ganz leise höre ich die. Ich aber auch daran tatsächlich, dass ich mein Boxen nicht so laut habe. Bam, bam.
Und fertig. Das Ganze so. Ja. So und so. Fertig. Das ist ganz viel Aufwand, hier so ein Dings zu bauen anscheinend. Aber es ist eine nice Dusche. Die hätte ich auch gerne. War ein bisschen größer. Wobei, so groß muss es eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, die ist schon relativ groß hier so. Ja, sieht aber gut aus. Okay. Durchlauf, Erhitzer, was? Ja, du kommst halt hier hin, ne? Ein Schrank, ja, der passt. Nur neben die Toilette hier hin. Hupala. Hallo. Danke. So. Toilettenpapier, ja, das ist natürlich das Wichtigste. Das kommt hier hin. Und nochmal Toilettenpapier hier. Jetzt kann ich sogar hier draufstehen. Eins, zwei, drei, vier. So. Dieser Raum ist damit erledigt. Machen wir dann mal das hier. So, alles weg mit euch hier. So. Eh schon verkauft. Ist irgendwo anscheinend noch Schmutz, aber wo? Da. Da war der Schmutz. Reicht mir den Farben weiß. Weiß ist wirklich eine geile Farbe. So. Die wollen das hier anscheinend wohnlich machen. Oder warum habe ich eigentlich so einen großen Pott genommen, ey? So groß muss er doch gar nicht sein. Egal. Oder wie das aussieht, Alter. Da kommt hier das da. Aber wir sollen anscheinend das nicht machen, ne? Hätten wir Schubladen jetzt auch für zwei davon kaufen sollen. Pack ich hier neben und fertig. Wenn das passt. So. Und hier. So. Perfekt. Zwei Hängeregale kriegt jeder. Hier kommt eins hin und da oben drüber kommt eins hin. So. Weiter geht's. Boah, was liegt denn hier alles an Bier rum? Ab einem Fähigkeitspunkt. Siehst mehr Schmutzdinger, okay. Glaube, ich habe fast alles sogar geskillt. Also, das wollen die sogar gar nicht verkauft haben. Hier auch nicht, okay. Gut. Dann wische ich halt hier nur. So, 99. Ah, perfekt, so. Gegenstand kaufen, Verbandskasten. Kann man den nicht hier reinstellen? Jo, ne? So, bam. Dann Wasserbehälter. Die können tatsächlich nur hier neben. Da passen die hier. Ne, die passen da nicht rein. Cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Eins, zwei, drei, vier. Saure Gurken. Eins, zwei. Dann einmal Nüsse. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aber es ist eigentlich ganz gut, immer so ein Lager zu haben, falls mal wirklich was ist und du nicht rauskommst. Dann kannst du einfach hier ein Lager gehen und das dann essen. Mal sehen, die irgendwie hinhocken. Ja. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann Reis. Ja, das packe ich auch nochmal hier hin. Eins, zwei, drei, vier. So, Erdnussbutter. Eins. 2,
5. Tomatenmark, darf natürlich auch nicht fehlen. 1, 2. Dann Fleischkonservedosen. 1, 2. So. Dann Thunfisch. 1, 2. Und nochmal ein Tresor. Den packen wir hier hin. Streiche mit den Farben weiß. Ja, perfekt. Hättet ihr mir das mal früher gesagt, hätte ich das jetzt schon gemacht. Ein bisschen weiß habe ich sogar noch hier drauf. Boah, ich hasse das, wenn hier irgendwas steht, weil dann geht das nicht. Mann. Ja, so passt es. So, und hier noch. Ja, funktioniert interessanterweise gut. Jetzt haben wir die Möbel schon als erstes reingepackt. Oh, gar nicht gestrichen. Perfekt. So. Ich glaube, ein Zimmer gibt es noch. Ja, und das ist das hier. Und hier würde ich sagen, das seht ihr eben kurz, wenn ich das fertig mache. So Leute, ich habe jetzt hier einmal nochmal den Raum gemacht. Hier könnt ihr es sehen. Hier ist jetzt so eine kleine Küche mit einem Gasbrenner oder irgend sowas. Dann ein Hängeregal. Hier auch nochmal zwei Hängeregale, ein Tisch, zwei Stühle. Hier nochmal Gas. Und hier ist das Sofa. Ja Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet. Ja, habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.